Aha, ja, da sind wir auch schon. Gleich geht's los. Los geht es gleich. Ein Moment, ein Moment. So, die Räuspertaste effektiv gerade genutzt. Herzlich willkommen zum Vorspiel der morgigen Partie Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96. Ja, die Partie haben wir schon gespielt für das Pokalspiel. Da gab es, wenn ich mich recht entsinne, ein 1 zu 1 mit Verlängerung, in der die Fortuna dann obsiegte durch ein Tor von Adam Boczek, der kann morgen leider nicht helfen. Das sehen wir auch schon in der Aufstellung. Er hat nämlich seine fünfte gelbe Karte beim Auswärtserfolg in oder auf St. Pauli, wie auch immer, gesehen. Und wenn wir uns die Startelf ja angucken, wir sehen also Robin Bormuth kehrt zurück, denn Matlung ist nicht fit, wird morgen nicht dabei sein bei mir. Und Ayhan, Sobotka und Fink bilden das Mittelfeld. Ayhan ist freundlicherweise auch vom Spiel formtechnisch hochgestuft worden und generell die miserable Form, die Fortuna-Spieler nach dem Dresden-Spiel hatten, die ist hier jetzt wieder ein bisschen rückgängig gemacht. Da bin ich doch sehr froh. Ah, aber in dem Fall mit Lukas Schmitz, nicht mit Eihahn, können wir dann auch gleich mal ein paar Freistöße. Ja, und da stellen wir gleich fest, Lukas Schmitz hat nicht zwingend die Art Effet, die ich für mein Spiel brauche. Boing. Rein kriegen wir ihn, ne? Ja. Und ja, die Latte. Ja, das also die kommen, aber sie kommen. Ja. Kommen natürlich viel zu zentral mit einem Keeper. Wären das keine Tore? Auch das nicht. Natürlich auch. In dem Fall ohne Keeper nicht. Ja, der war schön. Ja, eigentlich auch. Ja, ich krieg gerade das Handling etwas mehr für den Lukas hin. Letzter Schuss. Boah, gibt keine Punkte mehr. Ist ja fast gemein. Wir sehen, ich war aber bereits schon mal doppelt so gut. Ah, Wir der begrüßen Sie zum heutigen Spiel rote aus der zweiten Abendhimmel mit Fußball-Bundesliga. Wir, dem das sind Fortuna und Frankfurt vollständig Mann. Ich bin ja richtig choreografierten gespannt, was das heute geben wird. Stadion. In der heutigen Partie spielt Fortuna Düsseldorf gegen Hannover 96. Was sagst du zur heutigen Heimelf, Buschi? Sie spielen Ja. besser als vielleicht sogar selbst gedacht. Aber klar, beschweren Ja, wird kann sich man so damit sagen. natürlich niemand. Im Gegenteil, so Besser steigen als die Erwartungen gedacht. natürlich. So kann man Fortunas Saison ganz ordentlich bisher zusammenfassen. Besser als gedacht. Und das Die meine ich Gäste schon zuletzt mit im offensiv weitesten Sinne richtig starken positiv. Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Ja. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen. Wir haben aber mit die wenigsten kassiert. Könnte man ja auch Und da sehen erwähnen. wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute Kann man garantiert wieder sagen. sehen. Was für ein Mittelfeld. Marcel Sobotka, Oliver Fink, Kaan Ayhan, Und so gehen's die Axel Hannoveraner an. Bellinghausen, Wir sehen bei Ilas ihnen heute ein Bebu. klassisches Was für ein 4-4-2. Mittelfeld. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. So, Frank Buschmann guckt sich das alles jetzt mal an. Mir bleibt da die etwas aktivere Rolle. Ich spiele das jetzt mal an. Hier haben wir Herrn Eihahn.
Sind also alle bereit? Schiedsrichter Ansgar von Hauenstein, wie immer. Der graue Fuchs, der graue Wolf. Und die haben Anstoß. So. Ja, heute gab es vor dem Spiel ein Update. Aber auch dieses Update hat nicht dafür gesorgt, dass die aktuelle Anstoßregel Einzug in FIFA 17 findet. Hält. Naja. Das Weg bitte zumachen. Danke. Alternativ den Einwurf rausholen. Kann ich auch mitleben. Lukas mal nicht so weit weg. Kahn Eiha. Sobotka. Axel. Schmitz. So. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Gut aufgepasst in der Abwehr, das hätte gefährlich werden können. Ist doch ein guter Beginn. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Mit Gedöns oder ohne? Erste Mal ohne Gedöns. Ein guter Kopfball. Naja. Gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Warum nicht? So für den Beginn. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Kein Problem für Akpoguma. Kahn Eiha. Nee, das ist zu steil, zu falsch, zu alles. Marvin Bakalorz. Der Ball ja, ist draußen, das war der Axel-Spezialpass hier. Harnik. Oh, Mist. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh nein, Doppelmist. Da kam der Ball rein, aber gut gelöst von der Defensive. Marvin Bakalorz. Ein toller Pass. Da kommt der Schuss. Nee, der Ball ist daneben. Das kann er definitiv besser. Ecke oder? Nö. Habe ich jetzt mehr so abgefälscht gesehen, aber war wohl der eigene Mann bei Hannover. Naja. Sei es drum. Ich hasse das, wenn der erste Passweg, also zum nächsten Verteidiger, zugestellt wird. Ich finde das sehr unhöflich. Da muss ich immer drumherum spielen. Sobotka. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Schade. Zu lange gezögert. Da muss man dann einfach auch mal abschnackeln. Fink. Jetzt müssen sie aufpassen. Klasse gespielt, guter Steilpass. Marvin Bakalorz. Ja, hast du bisher noch kein wirkliches Durchkommen hier, ne? Da passt er auf. Ja, das war schwach. Können Sie das jetzt nicht einen Angriff aufziehen? Sobotka. Ja, da bietet er sich eigentlich ganz gut an, der Sobotka, aber wurde mir dann doch etwas zu eng. Fink. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Ja. Ganz souverän hier vom Röder. Nicht ganz schlecht. Da geht dann keiner hin. Das ist schon eher schlecht. Wird das ein
eine Torchance. Nein. Sauber vom Ball getrennt hier. Das auch nicht. Harnik. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Bellinghausen. Schwach. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Da wollte ich zu viel auf einmal, gerade vom Axel. Nein. Das hätte eine gute Technik. Können, aber jetzt ist der Ball weg. Bellinghausen. Fink. Ziemlich hohes Tempo, aber ziemlich enge Räume. So möchte ich das hier bisher das charakterisieren. Nein, das war gut schlecht. Ball hier im Mittelfeld erobert. Das Zobing. Auch übrigens. Jetzt wird's gefährlich. Das war einfach. Ach. Für den Verteidiger. Was zum... Das wird einen Eckball geben. Da hatte ich zwar die Y-Taste beim... Ah. Ich bin an die Y-Taste gekommen. Ah, dass das so leicht passiert. Man stellt sich vor, das wäre beinahe... Also, der hätte ihn jetzt ins Tor gelegt. Das geht doch nicht. Da muss doch irgendeine, sagen wir mal, Sicherheitsklausel irgendwie eingebaut sein. Und es gibt Abstoß. Übrigens fair hier von Edgar Prieb. Denn das war keine echte verschuldete Ecke. Jetzt wird er wieder angelaufen. Ah, muss das denn sein? Muss ich immer zum anderen passen? Müssen wir das Spielchen jetzt die ganze Zeit spielen? Fink. Lauf mal. Genau. Kannst du doch. Ja, okay. Da steht die Abwehr sicher. Sebastian Mayer. Haha! Jetzt können Sie gleich den Ball zum einladen. Fehler gezwungen. Der neue Sat.1 Fernsehfilm. Kahn Eihahn. Ah, mit Sobotka traue ich mich nicht. Ah, jetzt fehlt die Außenbahn. Keiner da. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Ach, Ecke. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Eckstoß also. Komm, machen wir mal den Kevin. Bebu, das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Da kommt der Schuss. Das war nicht gut. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Halt ihn fest. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Jetzt die Flanke. Harnik! Jetzt wird gleich die Ecke reinkommen. Ach, der war von mir noch verteidigt. Okay. Schon wieder. Keine gute Ecke, die Chance ist vorbei. Mhm. Können wir ja mal kontern. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh, das war so schlecht. Außerordentlich schlecht. Das war außerordentlich zweikampfstark. Nahezu gut, wenn man so möchte. Ah, da bin ich tatsächlich an den Ball gekommen. Hätt's gedacht. Das war zu weit. Salif Sané. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Sebastian Mayer. Das macht er gut. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Nein. Felix Klaus. Bellinghausen. Kahn Eihahn. Jetzt könnte es gefährlich werden. Abseits.
Ich hab's in dem Moment gesehen, in dem der Pass kam. Aber eine richtige Entscheidung. Ja, ist tatsächlich sehr knapp. Schade. Die Idee war sicherlich nicht falsch. Fink. Wird's jetzt gefährlich. Na, sowas eigentlich nicht gedacht. So ein sanfter Lupfer sollte das werden. Ich wollte es so unfassbar lässig spielen, ne? Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Axel kann rennen, da ist das egal. Das war ein Foul. Was habe ich denn gemacht, bitte? Natürlich Freistoß geben. Natürlich, sagt er. Zeig doch mal das üble, üble Foul, was da gewesen sein soll. Na, traut er euch nicht, ne? Ja, darauf herum. Hennings. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Felix Klaus. Das könnte gefährlich werden. Gut verteidigt hier. Rensing. Rensing. Fink. Klasse, ah, blöder Ballverlust. Das war einfach. Schon wieder. Wer hat den Ball? Ich muss mich mal ein bisschen hier konzentrieren, was ich mit den Pässen da mache. Eieieiei. Kahn Eiha. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Hennings. Wir sind zu langsam. Also gerade im Offensivspiel. Da fehlt's an schneller Bewegung. Und dann wird es zu eng. Ich muss mehr bei außen kommen dann doch. Aber jetzt der Ballverlust. Marvin Bakalorz. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Ach. Keine Tore zur Pause für beide Teams. Vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Joa. Er steht unentschieden. Also kann man ich hätte sagen. Mir hier mehr erhofft. Nullnummer zur Pause für mich unerwartet. Mhm. So, Buschi. Schauen wir uns das mal an. Ja, mehr Ballbesitz habe ich. Aber so richtig was draus gemacht habe ich nicht. Denn die Schüsse, die aufs Tor kamen, eine richtig gute, gefährliche Torchance war noch nicht dabei. Naja, dann schauen wir doch mal. Alle fit, weiter geht's. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Vom Ilas, da war wenig zu sehen, ne? Sie suchen das Loch in der Abwehr. Foul. Ja. Und das ist eine gute Gelegenheit. Freistoß oder mehr? Nur Freistoß, aber verdammt nah an der CD, möchte ich sagen. Okay, wenn aus dem Spiel raus nichts geht, vielleicht mal ein Standard. Wie wäre das? Sagen wir nicht nein, ne? Okay, schauen wir mal. Ist aber wenig Platz dafür. Da bringt er den Freistoß. Da ist der Ball in Tor. Da sage ich noch, ist aber wenig Platz. Interessiert das wen? So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Und da merkt man natürlich, dass der gute Mann bei den Freistößen eine extra Einheit eingelegt hat. Da haben sich die Sonderschichten aber... Keine Chance für den Torwart. Was für ein präziser Freistoß. Haha. Machte seinem Ruf endlich mal alle Ehre als wirklich hervorragender Freistoßschütze.
Schön. Da mussten wir also bis zur zweiten Hälfte warten. Aber jetzt fällt endlich der erste Treffer. Sebastian Mayer. Felix Klaus. Jetzt haben sie den Ball verloren. Jetzt müssen sie aufpassen. Den Ball holt er sich. Einwurf, der Ball war draußen. Einwurf, sofort ausgeführt. Sauber. Ach Mann, ey. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Gut gearbeitet, er hat den Ball. Ich glaube, wir setzen jetzt immer auf Konter. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Scheint mir hier bei den Hannoveranern angemessen. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Bellinghausen. Das könnte der Gelegenheit. Jetzt schießt er. Dann nee. Kommt er ein Stück raus und das war Fink, ich dachte, es sei Hennings. Darum habe ich so permanent versucht, oder penetrant versucht, über links zu machen. Ja, aber links Weitschuss von Fink. Jetzt nee. Kommt der Wechsel. Karaman für Meier. Ich behaupte, morgen in der Startelf wird es genau umgekehrt sein. Also, da wird Karaman starten und einfach Meier ins Spiel kommen. Aber ich mag mich täuschen. Ich mag mich auch täuschen. Fink. Nein! Menschenskind. Das könnte die Chance werden. Mal ein bisschen. Da kommt der Schuss. Und so wird das nichts. Einen unkonzentrierten Fehler. Das wird dann auch bestraft hier. Gibt Ecke und jetzt vielleicht die Chance zum Ausgleich. Muss er halten. Harnik. Gute Aktion vom Torhüter. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Sorg. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Super Flanke. Hast du ja wohl. Gut. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt wird's gefährlich. Da steht die Abwehr sicher. Schauner. Die Gäste werden wechseln. Wird's jetzt gefährlich? Er passt auf und wirft sie. Harnik! Gut gemacht vom Torhüter. Es sah so wirklich sehr schwer und ich spiel's auch einfach nicht gut, muss ich ja sagen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das gibt Freistoß. Naja, komm, hau ihn weg. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch Schmiedebach sehen. Für Sané. Oha. Gibt
Gefährliche Flanke, aber der Verteidiger ist zuerst am Ball. Da schickt er den Mitspieler. Der Ball kam gar nicht so schlecht, aber sie können trotzdem klären. Bellinghausen. Kahn Eihar. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Ach. Eine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Schmiedebach. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Akpoguma. Sobotka. Hennings. Aktuell sehen wir den Ballbesitz eingeblendet. Ja, ganz fies. Freistoß und das ist eine gute Position. Stimmt. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Ja, finde ich auch. Auf ein neues, hä? Torwart steht seltsam, aber jetzt nicht mehr so ganz. So. Jetzt kommt der. Oh, er trifft die Latte. Und jetzt der Schuss. Oh. Da passt er auf. Ball geklärt. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ich denke, das war eine ordentliche Triple-Chance. Meine Herren. Bellinghausen. Jetzt sind sie am Ball. Ja, schnell, schnell, schnell. Na gut. Kahn Eihar. Schauerte. Sie warten ganz geduldig auf schwach. Ihre Chance. Vielleicht also Bebu aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Ist ein Wechselkandidat. Jetzt könnte es gefährlich werden. Felix Klaus. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Axel, hast du! Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Nee. Er ist da und hat den Ball. Arthur Sobiek. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen, aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Haha! Traumpass! Stark gemacht! Nächste Anders kann man das nicht nennen, Torhüter. Gell? Der Ball geht flach ins Netz. Da hat er nicht mit dem Vollspann durchgezogen, sondern er versucht in die Nahtstelle. Da war die Abwehr einfach zu offen. Da war nichts zu machen für den Torhüter. Und flach eingetütet. Und Hennings hat ja sein Gesicht. Ist mir noch nicht so ganz aufgefallen. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme.
Ja, nächste Unterbrechung, wechseln wir mal. Arthur Sobek. Das könnte gefährlich werden. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Marvin Bakalorz. Raus die Pille. Guter Ball nach draußen. Gutes Tackling auf außen. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt hat sie den Ball verloren. Jetzt wird's gefährlich. Schmitz. Bebu. Nein. Schmiedebar. Niemals für Ecken wechseln, ne? Über die Torauslinie, Ecke. Immer ein Stock dazwischen. Robin Bormuth, sehr gut. Sehr gut gemacht. Oh, der Torwart ist schon drüben. Gute Aktion. Vielleicht fällt nach der Ecke hier doch noch einer rein. Der Torhüter ist mit vorne drin. Der will auch noch mithelfen. Jetzt schauen wir uns mal den Teamvergleich in puncto Ecken an. Gutes Timing vom Torhüter. Ah, schade. Wird's jetzt gefährlich? Und jetzt die Chance. Das war klar. Zeit für einen Wechsel. Und dann die Chancen nicht nutzt, dann kannst du nichts holen. Ja, sie sind insgesamt einfach zu harmlos. Das kann man nicht anders sagen. Das war aber ein noch größerer Fehler. Aber bei 2-0 ist das nicht so schlimm. Nachspielzeit ist angezeigt. 5 Minuten haben wir noch. Schmiedebach. Marvin Bakalorz. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schmitz. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Marvin Bakalorz. Prip. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Ach, lass doch den Superkonter laufen. Der Endstand also 2-0. So haben sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen, aber ihre Möglichkeiten einfach besser. Naja, sagen wir mal. Durch eine Standardsituation den Freistoß, die zu dem Zeitpunkt eher schmeichelhaft oder die Führung herausgespielt und dann später einen Konter eiskalt zum 2-0 versenkt. Spitzenmannschaft, Spitzenmannschaft, hey, hey. Sag ich mal so. Na, gucken wir uns das Ganze doch nochmal an. Na komm. Hennings hat sein Gesicht gekriegt. Also, hier so in echt. Das war einfach. Und er hat den Ball. Harnik! Brrr. Da bringt er den Freistoß. Da ist der Ball im Tor. Sie haben die Führung. Mhm. Da sieht man auch, bis dahin gab es echt keine Chancen, ne? Da kommt der Schuss.
Er passt auf und wirft sich in Harnik. Gut gemacht vom Torhüter. Ja, aber das war jetzt doch eher harmlos, ne? Ganz fieses Foul. Na, sehen wir das nochmal. Die Triple Chance. Also im Endeffekt, weil ich auch die besseren Möglichkeiten hatte, sehe das hier. Und gleich nochmal. Nochmal Latte. Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert und da ist das Tor. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Hennings. Ja, einmal ein Stock dazwischen. Robin Baumuth. Der verhindert es. Ja, da jetzt klingeln können. Aber nein, die Defensive stand gut. Rensing stand gut. Pfosten, ja, das gucke ich mir auch nochmal an. Und zwar Pfosten Schauerte. Und jetzt der Schuss. Da passt er auf, Ball geklärt. Ja, lustige Szene. Das Tor war auch gut. Zum Podcast schöner Pass. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Hennings. Der Pass, stark gemacht. Nichts zu machen für den Torhüter. Der Ball geht flach ins Netz. Da hat er nicht mit dem Vollspann durchgezogen, sondern er versucht es lieber mit dem Innenriss. Und wir sehen, das war genau... Richtig. Ja, in der Statistik hatten wir auch mehr Ballbesitz, mehr Schüsse aufs Tor, mehr Zweikämpfe gewonnen, weniger Ecken, bessere Schussgenauigkeit, etwas schlechtere Passgenauigkeit, weil die von Hannover auch gar nicht mal so hoch ist. So, gucken wir uns das hier an. Spiel des Spiels, Marcel Sobotka, ja. Na gut, mit der Torvorlage, ansonsten die Zweikämpfe gewonnen. Mit Bebu habe ich auch zielstrebig den schlechtesten Mann bis dahin ausgewechselt. Tja, schau mal an, ne? Jetzt hätte ich es gewusst. Ja, so, das war also diese Partie. 2:0 gewinnen wir hier. Die Fortuna hat ja noch halb darum. Freue mich auf morgen. Und ihr auch. Bis dann. Tschüss.